fragt mich so häufig, warum ist Philipp nicht so oft in den Vlogs zu sehen? Naja, weil ich immer alles rausschneiden muss. Guten Morgen, Leute. Ein neuer Tag, ein neuer Vlog. Ich habe irgendwie gefühlt ewig nicht mehr gevloggt. Ich meine, das letzte Mal, wo ich diese Vlogkamera in der Hand hatte, war für mein, wie ich meine Haare style Video. Das habe ich übrigens heute wieder auch so angewendet, die Technik. Und deswegen ist das gerade etwas ungewohnt. Ich weiß auch nicht, irgendwie in letzter Zeit hatte ich nicht so viel Lust auch zu vloggen, um ganz ehrlich zu sein. Im Moment habe ich ein bisschen mehr Spaß an solchen etwas professionelleren Videos. Das ist bei mir echt immer so ein Wechsel. Manchmal habe ich überhaupt keinen Bock auf diese professionellen Videos und dann will ich eigentlich immer nur vloggen und dann ist es wieder andersrum. Ganz komisch. Naja, aber heute habe ich auf jeden Fall nochmal Lust zu vloggen und deswegen mache ich das auch. Ich werde aber heute auch ein professionelles Video drehen und zwar ein Weihnachtsvideo. Was genau, werde ich jetzt noch nicht verraten, aber vielleicht könnt ihr das schon so ein bisschen erraten, wenn ihr gleich so ein paar Behind-the-Scenes-Aufnahmen seht. Auf jeden Fall kommt gleich die an zu mir. Die hilft mir nämlich heute wieder beim Drehen. Die wird auch jetzt jeden Moment da sein. Und ich werde jetzt erst einmal ein bisschen Weihnachtsdeko aus dem Keller holen. Denn ja, wir wollen halt, wie gesagt, ein Weihnachtsvideo drehen und hier ist ja noch nichts weihnachtlich. Und damit das halt so ein bisschen im Hintergrund steht, wollte ich halt ein paar Sachen schon mal hochholen. Und das mache ich jetzt erstmal. So, einen Karton Weihnachtsdeko habe ich jetzt schon mal hochgeholt. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Ich möchte aber gerne tatsächlich jetzt auch die nächsten Tage weihnachtlich dekorieren. Was ist das eigentlich? Ich glaube, das brauche ich nicht. deswegen trifft sich das ganz gut. Und die Sachen können eigentlich auch dann schon hier oben bleiben. Ich muss sagen, ich bin dieses Jahr auch wirklich schon sehr früh in Weihnachtsstimmung. Philipp und ich waren ja jetzt übers Wochenende auch in einem Kurzurlaub, und zwar in Südtirol, und da war alles zugeschneit. Das war so ein richtiges Winter-Weihnachtsfeeling, deswegen habe ich jetzt auch mega Bock zu dekorieren. Ich weiß, die meisten Leute dekorieren halt erst nach Toten Sonntag. Das kann natürlich jeder machen, wie er möchte. Ich mache das eigentlich gerne schon vorher, damit man halt ein bisschen was von der Weihnachtsdeko hat. Auf jeden Fall, ja, schaue ich jetzt mal, was ich hier noch so habe. Und ich will auch voll gerne am Wochenende so ein bisschen neue Deko shoppen gehen. Mal schauen, was ich noch so finde. Ah, ich erfreue mich allein jetzt schon hier an den paar Sachen, die ich jetzt hochgeholt habe. Besonders hier dieses Winterzeichen finde ich irgendwie hübsch mit dem silbernen Glitzer. Also die Anne ist jetzt da und wir fangen jetzt gleich an mit unserem Dreh und versuchen gerade so ein bisschen den Tisch weihnachtlich zu dekorieren. Hier sieht es zwar aus wie bei Hempels unterm Sofa, aber Leute, das riecht so unglaublich gut. Bin mal so gespannt, wie das wird. Teddy und kaufen jetzt noch so ein paar Weihnachtsaccessoires ein für unsere Projekte, die wir heute gebastelt haben. So Leute, wir haben jetzt mittlerweile 4 Uhr. Wir haben jetzt den ganzen Tag gedreht. Ja, und jetzt habe ich gerade ein bisschen Kartoffelsuppe von gestern in der Mikrowelle. Sie ist aus dem Thermomix und dazu esse ich hier so ein bisschen Knolli-Kartoffelbrot. Yummy. Mittlerweile haben wir jetzt schon fast 7 Uhr und ich habe auch endlich meinen Freund an meiner Seite. Dem geht es nämlich heute nicht so gut. Nein. Der hat ein bisschen Magen-Darm-Probleme. Ja, und wir sind... Nur Magen, kein Darm. Wie dem auch sei. Wir sind jetzt gerade auf der Suche nach dem Apple Store Dingbums. Hier im Rhein-Center in Köln, weil ich nämlich da mit meinem PC hingehe, mit meinem Laptop. Und der hat nämlich so ein paar Problemchen, da will ich heute mal nachfragen. Und eventuell kaufe ich mir heute auch ein iPad, wenn sie es da haben. Hier im Rhein-Center ist auch schon überall die Weihnachtsdeko. Oh mein Gott! So, aber irgendwie, wir laufen jetzt hier schon die zweite Runde gefühlt und wir finden den blöden Apple Store nicht. Scheiße, wo ist der denn? So, da hinten ist der Apple Store. Mein Gott, in der letzten Ecke. Wir sind genau in die falsche Richtung gelaufen, glaube ich. Da ist mein Gerät und wir sitzen jetzt hier an der Genius Bar bei Apple und warten auf einen Techniker. Ich hoffe, der kann mir helfen, weil mit dem Ding habe ich schon so oft Probleme gehabt.
So, wir sind jetzt wieder zu Hause und der Besuch im Apple Store hat sich wirklich gelohnt, muss ich sagen. Also da war wirklich ein sehr kompetenter Techniker, der hat da wohl irgendwelche Dinge zurückgesetzt und meinte, es kann sein, dass jetzt alles wieder läuft. Also ich weiß jetzt nicht genau, was er gemacht hat. 1000 Tastenkombinationen und irgendwelche Auslesungsgeräte angeschlossen und an der Hardware ist wohl nichts kaputt und so, das ist schon mal gut. Aber ich sollte trotzdem mal ein Backup machen und falls er nochmal irgendwie abstürzt, dann muss man das Betriebssystem nochmal neu drauf installieren. Ja, so, also das war schon mal sehr erfreulich. Im Moment funktioniert der Laptop wieder einwandfrei. Und ich habe dann tatsächlich mein Vorhaben in die Tat umgesetzt und mir das iPad gekauft und den Apple Pencil dazu. Ja, und ich bin neidisch. Wieso? Du hast ich will auch was einen. Neues haben. Ja, also da habe ich jetzt schon lange drüber nachgedacht, immer hin und her. Ich habe immer gedacht so, ach ja, nee, das ist eigentlich bescheuert. Du hast ja schon das MacBook und halt ein iPhone und willst dann auch noch mit einem iPad. Aber es gibt halt so viele Dinge, wo ich das einfach für meinen Job auch brauche. Um zu zeichnen halt und solche Dinge. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, das zu holen und ich hoffe, dass es mir jetzt einiges erleichtern wird. Genau, also da freue ich mich sehr drüber. Das werde ich gleich mal auspacken und einrichten. Aber was ich eigentlich jetzt machen wollte, ist mit euch Pakete auspacken. Ich habe nämlich heute sehr viele Pakete eingesammelt, die in den letzten Tagen angekommen sind. 1, 2, 3 und Nummer 4. Einmal habe ich ein Paket von Holy Mesh und ich kann mir vorstellen, was das ist. Ich gehe mal davon aus, dass das Barbaras Hoodies sind. Oder zumindest einer davon oder so. Mal schauen. Nee, da ist jetzt keiner für mich drin. Nee, ich glaube, für dich ist da keiner drin. Oh, in meiner Lieblingsfarbe. Dog Mom. Trifft auf jeden Fall auf mich auch zu. Und die Farbe von dem Hoodie ist auch mega schön. Yay! Und hinten steht Barbara Sophie. Wie süß. Vielen Dank! So, da ist aber noch ein zweiter drin. Das war ein weißer. Oh, ich wollte schon so lange einen weißen. Das trifft sich jetzt mega gut. Und hier, der sieht so aus. Da drauf steht Inhale the future, exhale the past. Und noch irgendwas in klein gedruckt, das kann ich gar nicht lesen. The right time for some things in life will come. When it's there, you realize it. Be patient, be diligent. Be patient. Go your way. I wasn't finished with reading. Ja, your English is not the yellow from the everything, everyone thinks this now. Yes. Yes. My boyfriend is a little bit stupid. Also, liebe Barbara, vielen, vielen Dank an dich. Ich habe schon die ganze Zeit sehnlich auf diese Lieferung gewartet. Das weißt du auch. Ja, Barbara, vielen lieben Dank auch an dich, dass meine Freundin jetzt glücklich ist. Ich habe aber kein Pullover. Nee, du kannst den bestimmt auch anziehen. Das ist extra in ganz großer Größe. Nee, was ist denn das? Das ist zu klein. Außerdem steht da... Das ist M. Ja, genau. Das passt dir nicht. Außerdem bin ich Dog Dad. Stimmt, Dog Mom ist ein bisschen komisch. Kann da bitte noch was von Dog Dad kommen? So, nächstes Paket, da drauf steht schon, das ist von Benefit. Ich bin ja mal gespannt. Pinkes Papier. Oha, krass. Das sind alle Augenbrauenprodukte hier drin. In der Farbe 2 Warm Golden Blonde. Das ist aber nicht die Farbe, die ich gerne benutze. Deswegen werde ich das wohl eher an jemanden von euch verlosen. Oder verschenken. Oder irgendwie sowas in der Art. Aber vielen Dank auch hier an Benefit. So, kommen wir jetzt zu einem Päckchen, was wirklich sehr geschunden ist. Also, hat schon einige Risse. Ich weiß nicht, was das ist. Aber das könnte auch von Barbara sein, glaube ich. Vielleicht ist da jetzt mein Hoodie drin. Nee, ich glaube, da sind ihre Parfums drin, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, es ist auch von Barbara. Und zwar sind das all ihre neuen Parfums. Jetzt mache ich aber hier Werbung für dich, hör mal. Eins nach dem anderen. Also einmal dieses hier, Nature is Wild. Ich habe die natürlich auch alle schon gerochen bei ihr zu Hause, bevor sie rausgekommen sind. Dieses hier. Und auch noch das. Und auch noch dieses hier. Die Parfums sind zu 100% aus natürlichen Inhaltsstoffen, tierversuchsfrei und vegan. Yay, ich hoffe, sie gefallen dir. Viele Grüße, Barbara. Vielen Dank, Barbara. Oh, und noch mehr Christbaumschmuck. Und zwar kleine Holzsternchen und so. Cool. Vielen Dank. So, und jetzt kommen wir zum letzten Paket. Das ist von Too Faced. Steht da zumindest drauf. Das sieht mir doch schon wieder nach sehr viel Verpackungsmaterial aus.
Ein Adventskalender. Nee, ich glaube nicht. Aber ein Adventskalender wäre echt mal schön. Ich habe nämlich gar keinen. Ich mach's mal auf. Oh. Oh. Das ist ja süß. Guck mal. Ja, goldig. Krass, hier ist richtig viel drin. Spicy Bronzer. Oh, das ist ja voll süß. Da ist auch ein kleiner Lebkuchenmann drin. An all-over gingerbread flavored sexy glow. Alles klar. Ich nehme das gleiche ohne Sahne. Das ist ein Glitzerpuder für den gesamten Körper, das nach Lebkuchen riecht. Ah. Will man nach Lebkuchen riechen? Kommt drauf an, wie lange der im Ofen war. So, dann ist hier eine Palette bei, und zwar Gingerbread Spice. Oh, und dann ist da noch eine Palette, die nennt sich Extra Spicy. Das sind die beiden Paletten nebeneinander. Sieht irgendwie genauso aus. Nur anders angeordnet. Ist auf jeden Fall sehr ähnlich. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Paket. Also da werde ich auf jeden Fall mal mit rumspielen, denke ich. Ich habe tatsächlich noch eine Sache vergessen, und zwar habe ich mir eine neue Handtasche gegönnt. So einen richtig schönen Ton, ich kann den kaum beschreiben, das ist wie so ein orange-braun. Also ganz, ganz schön, das passt halt perfekt zu den Klamotten, die ich im Moment so trage. Die haben ja alle so diese Farbrichtung beige und braun, und dann dachte ich mir, passt das einfach sehr schön dazu. Hat eine schöne goldene Kette, kann man halt entweder über die Schulter tragen oder als Crossbody. Die hat eigentlich auch recht viel Platz. Hier vorne ist auch noch eine große Tasche und hier. Also, die hat mir gut gefallen, deswegen habe ich die behalten. Ich verlinke die euch mal in der Infobox, falls ihr die auch gerne haben möchtet. Ich hoffe, die gibt es noch, aber die war, glaube ich, recht neu. Genau. Guten Morgen. Ich muss ein bisschen leise sein, weil ich nämlich früher wach bin als Philipp. Und ja, ich wollte euch mein Frühstück zeigen. Das ist dasselbe Frühstück, was ich fast immer esse. Und zwar das Porridge, das esse ich seit dem Video, wo ich eine Woche lang auf Süßigkeiten und so verzichtet habe. Ich liebe das. Mit weißem Mandelmus drüber und dann ein Kaffee und ein bisschen Wasser mit Orangen. And I know I've been locked in the streets for a while. But I want you close. Nochmal richtig guten Morgen von mir. Ihr habt ja gerade gesehen, ich habe mich fertig gemacht hier mit dieser neuen Palette von Too Faced. Und ich muss sagen, die Farben sind, wie man es bei Too Faced erwarten kann, wirklich sehr gut pigmentiert, sehr buttrig. Man kann die gut verblenden und so. Alles kein Problem. Insbesondere der Lippenstift, super krass pigmentiert, muss man einfach sagen. Ich habe wirklich nur ein bisschen drauf getupft und direkt schon so ein Ergebnis erhalten. Ist einfach nicht meine Farbe. Ich fühle mich sehr, sehr blass. Ich werde den gleich auch wieder abmachen. Ja, was soll ich sagen? Ich warte immer noch auf eine schöne Palette in schönen, kühlen Farben, so Grautöne. Da hätte ich richtig Lust drauf, so schöne, kühle Brauntöne. Sowas mag ich wesentlich lieber als dieses ultrawarme, weil ich irgendwie immer finde, dass ich mich dann unwohl fühle damit. Aber nichtsdestotrotz, super Palette. Ich kann die von Too Faced wirklich empfehlen. Die sind alle wirklich gut. So, jetzt muss ich aber los. Ich fahre jetzt ins Büro. Dort werden wir nämlich jetzt das Video von gestern weiter drehen. Achso, und falls ihr euch gefragt habt, warum wir gestern denn hier zu Hause gedreht haben, das hat einfach den Grund, weil wir ganz viele Rezepte und so weiter gemacht haben. Also wir brauchten den Backofen, wir brauchten den Herd und so weiter. Und das habe ich natürlich im Büro nicht, deswegen, ja. Jetzt haben Sie außerdem einen Grund.
So, ich bin jetzt wieder zu Hause und presse gerade Blumen. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich mache nämlich für also das... Presse, nicht Fresse, ne? Presse, ja. Hi. Hi, ja, ich bin noch am FIFA-Spielen mit... Alter, mein Kopf. Was ist für dein Kopf? Ja, meine Frisur. Ich habe die Haare extra so, damit ich heute nicht mehr rausgehen muss. Ja, zu deiner Frisur kamen auch einige Kommentare, mein lieber Schatz. Entweder haben die gesagt, oh schön, Philipp hat längere Haare, oder, oh mein Gott, dein Mann muss zum Friseur. Ja, und ich gehe irgendwann nächstes Jahr zum Friseur, so viel kann ich euch verraten. So, ich durfte Philipp jetzt gerade nicht nachfilmen, er wollte sich erst eine Kappe aufsetzen. Überraschung. Also ich übe mich momentan in Geduld, was meine Haare angeht, weil ich die auch gerne lang hätte. Ich hatte die früher schon relativ lang, eigentlich sehr lang. Ja, aber so lang wollen wir das nicht nochmal machen. Ich hätte sie gerne auf Katis Länge und das dauert natürlich ein bisschen. Ja, also ich möchte lange Haare haben und... Nein, wir wollen das jetzt bitte gerade mal klarstellen. Du willst jetzt nicht so lange Haare haben wie ich. Doch, ungefähr. Schatz, du wirst niemals so lange Haare tragen, wie ich sie habe. Und klar, ziemlich genau Mitte nächsten Jahres. Was? Ah, und ich kann auch dieses Gespräch gerade nur während des Zockens führen, weil ich 5-0 vorne liege bei FIFA. Und dementsprechend etwas entspannter bin, was meine Controller-Handhabung angeht. Wie du guckst! Mir fällt ja gerade nichts mehr zu ein. Ja, muss es ja auch nicht. Nee, nicht so lange Haare wie ich habe. Wir hatten gesagt, so ein bisschen länger, dass du die so nach hinten und so stylen kannst, aber doch nicht so lang wie meine Haare. Ja, vielleicht ein bisschen kürzer, aber so die Länge peile ich schon an, doch. Mhm. Aber das will ich nicht. Das ist mir egal. Du machst ja auch ständig Extensions, keine Extensions, blondieren, brünettieren, alles mögliche, Balayage schlägt mich am Arsch, kriege ich alles gar nicht mehr zusammen, wenn ich das mache. Balayage schlägt mich am Arsch. Ja, da fragt ja auch vorher keiner, hey Philipp, was hältst du davon, wenn und findest du das schön und bla, dann wird das einfach gemacht. Überleg mal, wenn du jetzt deine Haare so lang machst wie ich, dann wäre das im Umkehrschluss genauso, wie wenn ich meine Haare so kurz machen würde wie du gerade. Nee. Und ich glaube, das würde dir auch nicht gefallen. Nee. So. So, jetzt war schön, über dieses Thema gesprochen zu haben. Und jetzt ist dieses Spiel hier gleich beendet und dann muss ich uns mal dringend was zu futtern machen, weil Kathi und ich momentan so eine Art Hungerstreik haben, wenn das auch kein offizieller Hungerstreik ist. Aber wir hungern auf jeden Fall jeden Tag, bis sich irgendwer von uns dazu durchringt, Essen zu machen. Schatz, du hungerst den ganzen Tag, weil du zu faul bist, mal in die Küche zu gehen. Nee, weil ich die letzten anderthalb Tage mit meinem Magen Probleme hatte. Ja, aber ich habe da nicht gehungert. Was laufst du? Leute, fragt mich so häufig, warum ist Philipp nicht so oft in den Vlogs zu sehen? Naja, weil ich mal es rausschneiden muss. Stimmt überhaupt nicht. Hallo. Weil ich meistens nicht da bin, wenn Kathi vloggt. Oder Kathi vloggt und Kathi ist nicht da. Das sind so die beiden Optionen, die wir haben. Aber schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr mehr Vlogs sehen wollt von Kathis und meinem doch häufig recht eintönigen Alltag. Dann schreibt es einfach mal in die Kommentare, so quasi mitten im Leben auf The Beauty To Go's Kanal. Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Du bist leider immer nur zur Hälfte drauf. Es tut mir sehr leid. Kein Problem. So, und durch dieses erquickende Gespräch führe ich inzwischen 8-0 bei meinem Ultimate-Team. Siehst du mal, sonst sagst du immer, ich würde dich ablenken, aber... Ja, gut, aber jetzt gerade kann ich mich astrein konzentrieren, weil es auch einfach schön ist, mit dir nochmal vor der Kamera zu sprechen. Wir sprechen ja sonst meistens ohne Kamera und... So, das Spiel ist vorbei, jetzt gibt's gleich Futter. Heute gibt's Tortellini-Auflauf, den haben wir letztes Mal schon mal gemacht, der war astrein. So, nach diesen erquickenden Worten wollte ich euch eigentlich nur zeigen, dass ich gerade Blumen presse. Habe ich das schon erzählt? Ja, Blumen presse, nicht Blumenfresse. Ja, das hast du schon gesagt. Ja, genau. Und das mache ich für mein Video. Genau. Was genau also damit? Für dein Video, nicht für mein Video, weil die Plattform ist, glaube ich. Schatz, ist jetzt mal gut, ey. Aber Leute, deswegen muss ich immer so viel schneiden. Ist es nicht schön? Das muss ich Tag für Tag ertragen. Ja, das muss ich Tag für Tag. Aber ich lieb's. Ja, ich lieb's auch. Also das da. Das kleine Blonde da mit diesen mittellangen Haaren, die ich auch irgendwann mal habe. Nein! Jetzt presse ich.
Freunde der kulinarischen Hochgenüsse. Und zwar gibt es so eine Art Ofentortellini. Dafür brauchen wir natürlich Tortellini, Erbsen, Pilze lassen wir weg, weil Kathi die nicht unbedingt verträgt. Und weiter geht's. There it is. Wenn Männer kochen, dann fangen sie erst einmal an, das Messer zu schärfen. Oh, da kriege ich irgendwie Gänsehaut, ne? Und da muss ich... Oh. Hühnerpelle. Hühner? Oh, ne, jetzt ist ciao, ich bin raus. So, die Vorbereitungen sind soweit abgeschlossen. Das da ist Sojahack. Das hier sind Tortellini mit Tiefkühlerbsen. Und das da ist die fertige Soße, die ich jetzt gleich über dem ganzen Theater hier verteile, sobald das Sojahack fertig ist. Gesagt, getan. So, reicht, ne? Reicht. Ein bisschen verteilen das Ganze. Willkommen zum großen Finale. So sollte das irgendwie nicht aussehen. Vielleicht habe ich mit dem Käse doch ein bisschen übertrieben. Das sieht aus wie eine Verbrennung dritten Grades. Kathi ist da hinten ganz süß am Schneiden. Und zwar genau den Vlog, den ich gerade filme. Das ist sehr verwirrend. Aber egal. So, kurze Pause vom Videoschneiden. Erstmal ein bisschen essen. Wir gucken jetzt eine Folge. Was gucken wir denn gerade, Schatz? Wir machen Welle auf Netflix. Und bitte nicht auf die Haare achten. Ich habe gerade die Kappe ausgezogen. Wir sehen uns schon sehr bald wieder, weil wir dekorieren zusammen. Genau, richtig. Wir haben nämlich richtig Bock auf Weihnachtsdeko. Wenn ihr sehen wollt, wie wir unser Haus auf den Kopf stellen und alles voller Tannenbäume, Glitzer und lustiger Weihnachtsmänner stellen. Tannenbaum wollte ich eigentlich nicht. Dann schaltet auf jeden Fall wieder ein, demnächst, wenn es wieder heißt, Philipp und Kathi, wenn es wieder heißt, ein neues Video auf The Beauty To Go's Kanal ist online. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald und denkt ans Kommentieren.